Hallo und herzlich willkommen im ACE Gebrauchtwagencheck. Ich bin Alex und das hier ist ein 2023er VW T7 Multivan. Und Gebrauchtwagencheck und ein erst ein Jahr altes Auto, wie passt das Ganze denn zusammen? Der T7 Multivan hat aus meiner Sicht mehrere Besonderheiten, die ihn als Gebrauchtwagen sehr interessant machen. Und da es auch hier um viel Geld geht, ist mir das Grund genug, dass wir mal einen gemeinsamen Blick drauf werfen. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen, worauf sollte ich beim Kauf unbedingt achten und was kriege ich denn eigentlich für mein Geld? Der T7 Multivan ist vorgestellt worden 2021. 2022 ist das hier nachgeschoben worden, der 2.0 TDI. Aber warum schauen wir uns jetzt so einen T7 Multivan als Gebraucht an? Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, VW hat uns gesagt, das hier ist das neue Familienauto. Charan gibt es nicht mehr. Touran läuft geradeaus. Und man hat hier ein paar Dinge verändert. Das heißt, er ist flacher geworden als ein T6. Er ist deutlich windschlüpfriger geworden. Statt 0,35 CW-Wert 0,30. Das Wichtige für uns als Endkonsument ist also leiser und er verbraucht weniger auf der Autobahn. Und das heißt, VW möchte, dass wir den als Familienauto haben. Dann habe ich bei dem Neufahrzeug unglaublich lange Lieferzeiten. Ich spreche so von ungefähr 16 Monaten im Durchschnitt, die ich auf neuen warte. Das heißt, der Gebrauchte ist deutlich interessanter. Plus neu liegen die gerne mal je nach Ausstattung so bei 70, 80, manche bei 65.000 Euro. Und gebraucht kriege ich sie ab 40.000. Das heißt, ich habe einen interessanten Preis. Ich kriege die Autos sofort. Und das hier soll doch der neue Familienvolkswagen sein. Grund genug, dass wir zusammen mal schauen. Im Auftrag des Gebrauchtwagenchecks zu schauen, was ist da gut, was ist da schlecht. Da nochmal der Hinweis, gerne den ACE Gebrauchtwagencheck abonnieren und mal vorschlagen, was für Autos schauen wir uns noch an. Ich weiß, der ist ziemlich neu, der nächste wird wieder ein bisschen älter. Gründe, dieses Auto zu kaufen. Platz, Platz, Platz in Kombination mit zwei technischen Komponenten. Das heißt, die vordere Achse wird eingetrieben und wir sind auf dem modularen Querbaukasten. Das heißt, egal ob es ein Golf ist, ein Passat ist oder halt ein T7 Multivan, es ist die gleiche technische Plattform. Bedeutet, ich kriege die gleichen modernen Assistenzsysteme unter anderem. Ich kann damit partizipieren. Das nächste ist, wenn ich in den Innenraum dann reinschaue, denke ich mir so, Momentchen mal, auch die Displays, das kommt mir bekannt vor. Warum? Wir sind doch beim modularen Infotainment-Baukasten 3. Das heißt, auch da, das Neueste vom Neuen aus den anderen Modellreihen kann ich hier mitbekommen. Aber der Hauptgrund wird Platz sein. Und da würde ich sagen, zeige ich euch doch mal, was man so bekommt. Also, du kannst dir dann 6- oder 7-Sitzer bestellen und hast dann hier 3 Schienensysteme nebeneinander. Das heißt, ob du 3 Sitze hier in die Mitte stellst oder 3 Sitze nach hinten stellst, ist dir selbst überlassen. Und dann gibt es 2 Arten von Sitzen. Es gibt Sitze wie diesen hier mit einem integrierten Gurt. Die bekomme ich, wenn ich das vis-à-vis, also von Angesicht zu Angesicht, Sitzpaket bestelle. Dann hätte ich 2 hier und noch einen auf der Rückbank. Ich habe also 3 von diesen Sitzen. Die kann ich beliebig im Auto positionieren. Warum? Ich brauche die Gurte vom Fahrzeug nicht, denn der Sitz hat integrierte Gurte. Bedeutet, ich kann ihn sowohl in die Mitte stellen, wo ich ja keine Säule für einen Gurt habe, oder ich kann ihn gegen die Fahrtrichtung stellen. Das ist also eine sehr clevere Geschichte. Und dann gibt es noch Sitze, wie der zum Beispiel hier dahinter, der da steht. Der hat keinen integrierten Gurt. Bedeutet, ich muss ihn an einen der 4 Punkte hier positionieren, wo ich einen Gurt vom Fahrzeug selbst bekomme. So, und also da schon mal der Hinweis, wenn ihr sowas öfter nutzen wollt, braucht ihr einen, der dieses Vis-à-vis-Paket hat, damit ihr genügend Sitze habt, die ihr auch beliebig im Fahrzeug positionieren könnt. Ob ich dann bei der äußeren, der mittleren oder der anderen äußeren Schiene bin, ist mir selbst überlassen. Und wie funktioniert das mit den Sitzen? Das heißt, ich kann sie wie in den klassischen Sitz hier mit dem Hebel vorn zurückfahren. Ich habe auch schwarze Schlaufen, eine hinten, eine vorne. Wenn ich die ziehe, fällt der Sitz um. Dann bekomme ich eine Art Tischchen. Das heißt, mit Ablagemöglichkeiten, ganz klassisch für einen Stift, wenn ich möchte, Getränkehalter, alles mit dabei. Ich habe aber zusätzlich zu diesen schwarzen Schlaufen noch eine rote Schlaufe bei den Sitzen. Das heißt, wenn ich die ziehe, löst sich der Sitz und ich könnte ihn jetzt zum Beispiel umdrehen, ziehe dann wieder hier an meiner schwarzen Schlaufe für die Neigung und ihr merkt, schon habe ich ihn einmal rumgedreht. Und das ist das ganze Prinzip, wie es hier funktioniert. Die Sitze sind verhältnismäßig gut handelbar, das sind vielleicht 12, 15 Kilo, irgendwas in dem Dreh, das geht ganz gut. Und jeder der Sitze hat hier gut erreichbar Isofix-Punkte. Bedeutet auch, wenn ich 3 Sitze in die Mitte stelle, habe ich 3-mal Isofix für 3 glückliche Kinder, die in einer Reihe sitzen. Und das ist ein guter Punkt. Und dann könnt ihr halt hier mit den Sitzen beliebig hin und her spielen. Die haben aber noch ein paar Tricks parat. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel einen kleinen Hebel, wenn ich den aufmache, habe ich drunter noch eine Schublade. Und das sind so diese kleinen Feinheiten, wo ich sagen muss, da macht das Auto richtig Spaß. Und dann würde ich sagen, gucken wir einmal noch nach hinten, damit wir das Thema Platz doch
abgerundet haben. Und ja, es gibt also die Option, zu sechst oder siebt auch längere Strecken zu fahren, denn man kann da wirklich bequem sitzen. Das nur schon mal so als Hinweis, auch öfter ausprobiert. Das heißt, ich bekomme hier so eine Ablage, da steht drauf maximal 20 Kilo. Das hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich die Belastbarkeit von dem Material hier, aber du musst auch bedenken, wenn du jetzt links und rechts einen Sitz hinstellst, aber in der Mitte nicht, dann kann hier alles vorfliegen. Und wenn etwas schwerer als 20 Kilo ist, nur mal hart bremst, dann wird das zum Geschoss. Und da auch wieder, wir sind ja hier beim Autoclub Europa und wollen Sicherheit auch groß schreiben, also bloß nicht so viel hier hinten rein und auch ein bisschen an Ladungssicherung denken. Ich kann das Ganze so hochklappen, ich kann es aber natürlich auch rausnehmen und mir dann, wenn der Sitz mir im Weg steht, wieder ganz einfach, rote Schlaufe, zack, einmal weg, kann man das natürlich an beliebigen Punkten so ein bisschen ins Fahrzeug organisieren. Wenn ich die Sitze alle rausnehme, sind das über 4000 Liter Kofferraumvolumen nach der VW-Angabe. Aber bei über 4000 Liter, da streiten wir uns jetzt auch nicht mehr über das Messverfahren und Co. Ihr seht, das ist ein gigantischer Raum. Und selbst wenn ich die Sitze, so wie eben gezeigt, auf der hintersten Position habe, ist da noch ordentlich Luft. Da ist ordentlich Luft, denn das hier ist einer mit dem langen Überhang. Und was es für Varianten gibt, das zeige ich euch jetzt. Langer und kurzer Überhang, das ist das Stichwort. Das heißt, der Radstand, Distanz zwischen den Rädern ist bei allen gleich. Wenn ihr einen längeren habt, ihr seht ihr das hier. Das heißt, dieser Bereich hier hinten, dieser Überhang, kann 20 cm länger sein. Das heißt, ein Bus wie dieser ist 5,17 Meter lang. Die kurze Variante ist 20 cm kürzer, 4,97 Meter. Aber es gibt keine verschiedenen Radstände. Es gibt einen und der Überhang ist hier unterschiedlich. Ich persönlich finde den auch optisch deutlich stimmiger. Aber klar, wenn du eine Lücke hast, die 5 Meter ist, dann bist du halt 17 cm drüber. Das Highlight da ist halt eher, er ist mit 1,91 für fast alle Tiefgaragen geeignet und halt auch sehr städtisch. Dazu kommen wir aber gleich beim Fahren. Wir sind jetzt ja so ein bisschen bei verschiedenen Varianten. Und wenn ich da reinschaue, sehe ich, ist eine Automatik. Und auch da wieder hat man das bei VW ein bisschen glatt gebügelt. Das heißt, alle diese Busse haben ein DSG-Automatikgetriebe. Wenn du einen Handschalter willst, bist du bei diesem Bus falsch. Wenn du einen anderen Radstand willst, bist du im Moment falsch. Und wenn ihr bei den Gebrauchten schaut, ihr werdet auch nur Varianten mit Vorderradantrieb finden. Allradvarianten, da wird drüber diskutiert. Das wird vermutlich auch mal kommen, zumindest mit einer elektrisch angetriebenen Hinterachse noch mit dabei. Gibt es aber nicht, vor allem nicht auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wo wir ja gerade unterwegs sind. Und jetzt kommen die wirklich wichtigen, wichtigen Tipps. Was muss so ein Bus haben, damit du ihn gebraucht kaufen möchtest? Und da gibt es einen gigantisch wichtigen Punkt. Und ich bitte euch jetzt mal einmal diese Perspektive hier einzunehmen und mit mir zusammen vorne aufs Display zu schauen. Ich selber gehe den Weg außen rum. Das ist ja das Schöne. Wir haben hier übrigens einen Bus ohne Tischchen. Wenn man einen Tisch mitbestellt, wäre die Mittelschiene bis hierher verlängert und könntest hier ein Tischchen stellen. Das ist praktisch. Mein Tipp wäre aber, nehmt einen ohne Tisch, dann könnt ihr durchlaufen und auf längeren Reisen, es gibt Kühlboxen, die passen hier perfekt rein. Das wäre so meine Variante. So, und dann seht ihr das und dann denkt ihr, dieser Bus hat doch alles, was ich möchte. Wir sehen jetzt die Uhrzeit, wir sehen, dass ich hier mit dieser Taste Standheizung schon aktivieren könnte. Und ich sehe auch hier blau und rot, blau und rot. So, wenn ihr jetzt euch einen gebrauchten T7 Multivan anschaut, es gibt eine Option, die muss der Vorbesteller angeklickt haben. 3-Zonen-Klimaautomatik. Ansonsten hast du folgendes Problem. Und deswegen ist das ja auch der perfekte Bus, um das Ganze zu zeigen. So, das heißt, wir geben jetzt dem Bus einmal Zündung. Welcome to Volkswagen. Alles gut. Harman Kardon. Ihr seht, das große Soundsystem ist mit an Bord. Das bedeutet übrigens, hier ist ein Lautsprecher. Bei allen anderen wäre noch ein Ablagefach. Hast du bei Harman Kardon nicht mehr. So, und jetzt seht ihr hier, da ist ein Slider zwischen Blau und Rot. Und auch wenn ich auf Klima tippe, lädt natürlich einen kleinen Moment. Seht ihr, ein Slider zwischen Blau und Rot. Das ist eine manuelle Klimaanlage. Ich kann also nicht sagen, oh, ich krieg 21 Grad, auch nicht in einer Zone, sondern du hast Pech. Und auch wenn du wie bei diesem Bus hier Standheizung hast, musst du immer auswählen, willst du es ein bisschen kälter, willst du es ein bisschen wärmer haben. Das ist manueller Aufwand und vor allem die Lüfterstufen kannst du ja nur hier im Display regeln. Das eigentliche Hauptproblem ist aber, du hast die Luftausströme hier vorne und du hast bei der Klimaautomatik auch welche hier oben im Dach, denn die Lüftungskanäle sind jetzt außen in den Holmen, das ist so ein bisschen Umpositionierung gewesen. Der hat hinten keine Luftausströme. Das heißt, du hast hinten gefühlt keine Luft und du musst die ganze Zeit manuell nachregeln. Also achtet unbedingt drauf, dass das mit drin ist. Dann Dach ist ein gutes Thema. Du könntest hier so eine Art Glasdach, also quasi ein nicht zu öffnendes Schiebedach haben und dahinter noch ein großes Glaselement, das Panoramaglasdach. Auch da wäre der Hinweis, das sieht cool aus, hat aber eine Besonderheit. Es gibt kein Rollo dafür. Das heißt, es ist immer da. Du kannst das nicht tönen, du kannst es nicht verdecken. Es ist halt so, wie es ist. Da müsst ihr wissen, ob ihr das wirklich haben wollt. Und wenn ihr bei dem Kauf so ein bisschen auf der sicheren Seite haben wollt, es gibt
T7 Multivan. Die haben zum Beispiel hier auch schöne Edelstahlpedale. Die haben auch eine Edelstahlleiste hinten am Kofferraum. Und vor allem, wenn man sich diese Busse von der Seite anschaut, werdet ihr sehen, dass sie hier so eine durchgehende Metallleiste haben. Das ist die Ausstattungsvariante Style. Der gebe ich einen kleinen extra Bonus. Warum? Die hat immer diese 3-Zonen-Klimaautomatik mit an Bord. Und das wäre beim Kauf wirklich das, worauf man achten muss, dass die mit drin ist. Was es dann noch gibt, sind solche Optionen wie Easy Open. Das heißt, wenn ich hier meinen Fuß drunter mache, der Bus hat jetzt Zündung, das wird das Problem sein. Wenn ich hier mit meinem Fuß drunter unterwegs bin, kann ich einfach meine Schiebetüren zum Beispiel so öffnen. Und ich kann sie auch so schließen. Das ist eine durchaus praktische Option. Man muss sich halt überlegen, wie oft ich unbeabsichtigt diese Bewegung mache und dann meine Schiebetüren öffne und schließe oder es auch beim Kofferraum habe. Aber wie gesagt, bei der Ausstattung gibt es vieles. Wollt ihr ein Tischchen? Ja, nein. Wollt ihr Easy Open? Vor allem aber an die Klimaautomatik denken. Und das hier sind wohlgemerkt die Standard-LED-Scheinwerfer. Es gibt auch noch das IQ-Light, was ich ebenfalls empfehlen würde. Dafür kann man vielleicht auf Dinge wie ein Head-Up-Display oder Harman Kardon durchaus verzichten. Was mit der Klimaanlage war mir persönlich wichtig. Ja, aber dann schauen wir doch noch eine Sekunde unter die Haube, weil was kriege ich auf dem Gebrauchtwagenmarkt? Ich habe schon gesagt, 2.0 TDI ist in dem Fall hier drin. Also ein 2 Liter Dieselmotor. Das ist doch der einzige Diesel, den ich bekomme. Und es gibt ansonsten im Moment gerade neu noch einen 2 Liter Turbo-Benziner. Es gibt aber auch zwei Motorvarianten, die du aktuell nicht mehr bekommst. Einen 1.5er Benziner, einen 1.5 TSI und den 1.4 E-TSI bzw. den E-Hybrid TSI. So, das bedeutet, es gab einen Plug-in-Hybrid, den du gerade nicht mehr bekommst, und einen 1.5er. Die bekommst du beide aufgrund der Abgasnorm nicht mehr neu. Das heißt, bei den Benzinern ging es los bei 136 PS, 204 PS für den 2 Liter, 218 PS für den Plug-in-Hybrid. Oder halt hier diesen 150 PS Diesel mit 360 Newtonmeter für ungefähr 2,1 Tonnen Auto. Meine Empfehlung wäre, wenn ihr längere Strecken fahrt und nicht tägliche Kurzstrecke habt, nehmt den 2 Liter Diesel, der 360 Newtonmeter, der hält die Fuhre ordentlich in Schwung. Das wäre die Empfehlung von meiner Seite. Ansonsten, wer zu Hause laden kann, für den wäre auch der Plug-in-Hybrid interessant. Auch da wieder Thema Gebrauchtwagen. Den kriegst du nur gebraucht, sich das Ganze zu holen. Ich würde nur mir gut überlegen, ob ich den 1.5er TSI haben möchte. Denn zum Mitschwimmen und so reicht er, das verstehe ich. Aber 220 Newtonmeter, um dieses riesige 2,1 Tonnen schwere Fahrzeug mit all seinen Verbrauchern, die er noch hat, in Bewegung zu halten, ist eine schwere Aufgabe. Aber wie sich das fährt, das zeige ich euch jetzt. So klingt es also, wenn dann eure Probefahrt im T7 Multivan 2.0 TDI startet. Und die könnte eigentlich super kurz sein. Ich empfehle sie euch aber dennoch ein bisschen länger zu machen. Warum müsste sie kurz sein? Es gibt zwei große Themen, auf die man sich bei dem Fahren von dem Bus einlassen muss, aus meiner Sicht. Das eine ist, wenn ich jetzt in so einer Kreuzung bin und ich will in diese Richtung rüberschauen, ich habe hier sehr, sehr massiv das Thema A-Säule. Das heißt, ich habe dazwischen zwar ein Glas, aber die Säulen sind ziemlich massiv. Und wenn ich ein größerer Fahrer bin, schaue ich auch gerne hier oben mal so ein bisschen rein. Das ist nicht perfekt für die Rundumsicht, ist aber ganz eindeutig dem Thema Sicherheit geschuldet, wo das Auto ein Riesenfortschritt ist. Deswegen habe ich auch so viel Vorderwagen. Und der zweite Punkt ist, ich habe ein DSG, also ein Direktschaltgetriebe. Und das fährt, wenn ich mich darauf einlasse, ganz gut an, hat aber manchmal so ein bisschen seine Besonderheiten. Und wenn ich damit auch zurechtkomme und mit diesen zwei Punkten leben kann, dann ist das Thema Bus für mich eigentlich schon geklärt. Denn ich könnte ja jetzt sagen, ja, aber so ein Bus ist doch super unhandlich und ähnliches. Aber nein, nein, der Wendekreis. Wenn ich sage, ich will hier mal wenden und komm, dann nehme ich so ein Stückchen Bordstein. Alles kein Problem. Ich habe einen wirklich kleinen Wendekreis. Ich habe auch diesen einheitlichen Radstand. Und aus meiner Sicht, das funktioniert. Also da bin ich sehr PKW. Jetzt auch der Sitz- und Bedienkomfort. Wir sind auf diese Welt auch eher weniger eben eingegangen, weil das bekomme ich in jedem anderen VW-Modell auch so. Worauf ich halt noch ein bisschen achten sollte bei der Ausstattung ist, wenn ich jetzt hier wende, wäre es natürlich schön, wenn ich meinen über 5 Meter Bus mit einer Rückfahrkamera versehen habe. Auch die ist nicht Standard bei allen Modellen. Und auch da wieder drauf achten, diese Armlehnen hier sind auch nur dabei, wenn ich ein paar Pakete genommen habe. Und ohne Armlehnen kommt das Busgefühl nicht so wirklich auf. Genauso wie es jetzt halt super heiß wird. Ich heiße, ich darf runterregeln, warum? Weil wir keine Klimaautomatik haben. Warum sollte die Probefahrt denn noch länger sein? Viele berichten von, ich sag mal, so typischen Montagsautos-Problemen. Viel Elektrik, auch ein paar hier und da mit Antriebsstrang liegen geblieben. Jetzt nicht, weil es wirklich dramatische technische Probleme gibt. Ich sage jetzt mal Kolbenfresser. Das ist es eher weniger. Sondern es sind so diese kleinen
Elektrospielereien, wo noch irgendwelche Softwarestände nicht zusammenpassen und so ein bisschen Zickerei von der Elektronik da ist. Ich muss sagen, ich bin mit diesem Bus wirklich sehr viel gefahren. Abgesehen davon, dass mal völlig willkürlich die Türen aufgegangen sind und dann die Alarmanlage gesagt hat, Momentchen mal, ich bin abgeschlossen, habe offene Türen, das gefällt mir nicht. Abgesehen davon, keine großen Probleme. Oder insgesamt keine Probleme. Also von daher, es variiert so ein bisschen zwischen den Autos. Ich empfehle euch auch mal diese verschiedenen Facebook-Gruppen, Foren und Co., wo man sich mit dem T7 beschäftigt. Das ist nämlich ein durchaus spannendes Thema. Da gehen die Meinungen dann sehr auseinander, aber lasst euch davon nicht allzu sehr wuschig machen. Nehmt euch lieber bei der Probefahrt mal so eine Sekunde Zeit. Und wenn wir jetzt ins Verkehrsgeschehen abbiegen, habe ich meine zwei Besonderheiten, was die Rundumsicht und das Anfahren angeht. Aber sobald wir dann jetzt da das Tempo aufgebaut haben, werdet ihr merken, der fährt super wie ein Pkw. Das heißt, du hast früher diese Busse und die Pkws gehabt und das ist exakt so eine Mischform. Er ist ein bisschen flacher, hat eine sehr gute Straßenlage, der Schwerpunkt ist tiefer, ist wendig, ist abgesehen von dem Punkt hier oben auch ziemlich übersichtlich. Und dann fährst du deine 70 und das klappt super. Das Einzige, was auf langen Strecken ich dann ein bisschen ungewöhnlich für einen Bus finde, man hat ja hier viel aus dem Baukasten übernommen. Fast alle anderen Busse haben hier zum Beispiel einen Getränkehalter. Warum hat das ein T7 nicht? Das bedeutet, ich muss immer den hier unten benutzen, den ich mir so runterklappen kann. Wenn man da aber den Tisch im Weg hat oder so wie ich jetzt meine schon erwähnte Kühlbox, habe ich keinen Getränkehalter während der Fahrt. Das heißt, da muss ich mich immer so ein bisschen damit organisieren. So, und dann würde ich sagen, gucken wir gleich nochmal so, wie die Beschleunigung ist, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie so ein 2.0 TDI funktioniert. Und dann machen wir ein Fazit. Auto ist warm, wir müssen zu einem Stoppschild und wollen dann natürlich zügig in das Verkehrsgeschehen uns einfädeln. Und dann gucken wir mal, wie gut das Ganze funktioniert. Das heißt, Autos sind durch. Wundert. Das ist jetzt nicht super schnell. Reicht aber aus meiner Sicht für den Bus aus. Angenehmes Reisetempo aus meiner Sicht 140 km/h bei dem Bus. Und dieser Abstart-Durchschnittsverbrauch, den ihr da gerade seht, der entspricht auch dem, was ich Langzeit habe. So ein bisschen über 7 bis 7,5 Liter. Aber auch da relativ hoher Autobahnanteil, immer Tempomat 140. Und ich muss sagen, da ist der Verbrauch dann für Höhe und Masse aus meiner Sicht wieder angemessen. Das heißt, Verbrauch ist okay. Komfort finde ich sehr gut, auch von der Lautstärke her ist das für einen Bus aus meiner Sicht gut. Du musst ja mit diesen zwei Punkten leben können und ein bisschen abklären, ob deiner noch ein Montags-WWchen haben könnte. Und dann steht einer erfolgreichen Probefahrt und auch einem Kauf nichts im Wege. Zu den Alternativen dazu kommen wir jetzt nochmal. VW sagt, in unserer modernen Zeit ist der T7 Multivan das neue Familienauto. Und das ist richtig. Du hast unglaublich viel Platz. Du kannst ihn fahren wie einen ganz herkömmlichen Pkw. Du hast diesen Nutzfahrzeugcharme. Man hat es aufgeteilt. Es gibt die Nutzfahrzeugsparte, die zusammen mit Ford entwickelt wird. Und es gibt auf dem eigenen Baukasten den T7 Multivan. Das Problem ist am Ende nur der Preis. Und das haut halt ein ordentliches Loch in das Kontor, plus eine sehr lange Wartezeit, plus es sind nicht mehr alle Varianten verfügbar. Und deswegen ist der als Gebrauchter so interessant. Weil 40.000 Euro, ich weiß, ist viel Geld. Aber im Verhältnis zu 70, die so ein Bus neu gekostet hat, wird das Ganze erträglicher. Also meine Tipps wären auf jeden Fall, achtet darauf, dass ihr die passende Ausstattung habt, weil da gibt es eine sehr große Varianz. Macht eine ordentliche Probefahrt, um auszuschließen, dass ihr eins von diesen ominösen Montagsautos habt. Wenn ihr längere Strecken fahrt, greift aus meiner Sicht beherzt doch mal zum 2.0 TDI und ich würde euch auch den langen Überhang empfehlen. Und dann habt ihr einen sehr spannenden Gebrauchtwagen, der halt gegenüber dem neuen schon viele Vorteile hat. Preis, Verfügbarkeit, all sowas, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Blumenstrauß. Und das ist auch der Grund, warum wir heute im AC Gebrauchtwagen-Check hatten. Darum der Hinweis, abonnieren, dranbleiben und halt auch sagen, hey, was für Gebrauchte, wo braucht ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür? Und ich muss sagen, nach all der Zeit, von diesen 12.000 Kilometern bin ich 12.000 selber gefahren, muss ich sagen, ich mag das Auto, weil er halt wie ein sehr großer Pkw ist und nicht wie ein Nutzfahrzeug mit bequemeren Sitzen. Und das finde ich ganz hervorragend. Aber was wäre jetzt die Alternative dazu? Wenn ich neu einen Bus kaufen wollen müsste,
dann wäre die Alternative zum Beispiel von Hyundai ein Staria. Der kostet mich ausstattungsbereinigt so ungefähr 20.000, 25.000 Euro weniger für ein gleich großes Fahrzeug. Das heißt, beim Kaufen definitiv ein großer Punkt. Beim Neuleasen müsste man halt schauen, wie so die Raten liegen. Und gebraucht, da ist der Preisvorteil vom Staria weg. Die liegen dann ungefähr auf gleichem Level. Da geht es dann mehr so nach Geschmack. Dann gibt es natürlich den Opel Zafira und all seine Konzernbrüder. Die sind aus meiner Sicht technisch nicht ganz so modern und fahren nicht ganz so sehr wie ein PKW, aber haben halt einen leichten Preisvorteil. Aber das wäre so dieser eine Stellantis-Bus inklusive der Toyota-Variante. Welt, in der ich sein kann. Es gibt den Staria, der dieses futuristische Modern hat, und es gibt den T7. Und für alle, die sagen, das hier ist kein T-Modell von VW, das ist kein richtiger Bus, das ist kein Bulli, die möchten natürlich gerne zu einem T6, T6.1 greifen. Das verstehe ich auch, dass Leute das wollen. Dem sei nur gesagt, der Bus hier ist deutlich sicherer mit 5 von 5 Sternen Crashtest. Und halt auch das Preisniveau von einem gebrauchten T6 ist unglaublich hoch. Und hier kriegst du mehr Geld. Moment, du kriegst mehr Auto für dein Geld, so rum. Mehr Geld für dein Auto wäre dann erst beim Verkaufen wieder interessant. Und bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge vom ACE Gebrauchtwagen-Check und lasst mich doch mal wissen, was wollt ihr für Autos sehen. Und vor allem, seid ihr auch der Meinung, dass man so ein T7 Multivan am besten gebraucht kauft? Gute Fahrt, bis bald und ciao.